Ich werde jetzt Multimedia-E-Book-Autorin. Zumindest teste ich es mal. Mit meinen vorhandenen Tieren in Bildform als YouTube. Hier zum Beispiel Bild mit Text. Dann kommt ein Bild mit Audio oben drüber. Das geht aus der Anwendung heraus, ganz einfach. Und die Qualität ist recht gut. Das YouTube habe ich verlinkt, nicht eingebunden, wegen Dateigröße. Das Titelbild habe ich gemacht mit Foster. Das ist eine App fürs iPad mit diesen Vorschlägen. Die Texte kann man einfach überschreiben. Das ist, glaube ich, auch der Grund, dass meine Lieblinge auf einmal My Darlings heißen. Dieses My war schon ausgefüllt. Sieht doch nicht schlecht aus. Katze auf Buchstaben tanzend. Die Anregung zu dem Ganzen habe ich von Seniorenlern Online, Horst Siebert, in seinem Blog Tests. Das ist für den nächsten Stammtisch eine Anregung. Und er gibt hier genau an, Apps und E-Book erstellen und E-Book lesen. Letzteres ist gar nicht so einfach. Ich habe mir dieses YouTube reingezogen, 13 Minuten Englisch, fand ich ganz gut. Dies ist was Neues für mich, ein interaktives Tutorial sozusagen, über 200 Seiten, man kann da hineinschreiben, von Andreas Sechsauer, aber sehr üppig. Die App heißt ganz genau so, Creative Book Builder. So fängt es an, das ist zum Beispiel die Übersicht über 3 Titel. Und das links ist die Kapitelübersicht. Das ist eine Einzelseitenübersicht. Da ist jetzt oben New Recording ist das Audio und ein Bild. Dasselbe mit dem Quietscheentchen. Das kann man hier schon als Vorschaubild sehen, wie es dann mal im E-Book aussehen wird. Das war meine persönliche Achillesferse. Ich habe immer versucht, diese Dateien umzuordnen, Reordering, und habe übersehen, dass rechts diese Striche das Wesentliche sind. Die fasst man an und verzieht die Datei. Das ist noch mein Inhaltsverzeichnis, was irgendjemand erstellt hat. Also ich war es nicht. Das sind die Einstellungen, Buchinformationen und Stil des Buches. Hier wird es interessant mit den einzelnen Angaben und Urheberrecht und so weiter. Muss man sich auch mit beschäftigen. Ich glaube, das Schwierigste ist das Veröffentlichen. Das geht zwar rasend schnell, aber wer kann es dann wie, wo lesen? Ich bin für Dropbox und Link und es dann in iBooks auf dem iPad lesen. Viel Spaß bei einem Versuch.